Hallo, hallo, Klavierunterricht halten. Heute möchte ich euch das Arrangement von meiner Version von Slave to Love zeigen, einem meiner Lieblingssongs von Brian Ferry. Angefangen habe ich mit einem Loop auf meinem iPad. Das sind zwei Takte, die ich eingespielt habe. Dann habe ich dazu einen meiner Lieblingsklänge aus einem alten Synthesizer genommen. Das war eigentlich der erste, den ich hatte. Und habe den auf den Controller gelegt, den ihr im Video seht. Dieses weiße Ding, das ich in der Hand halte und spiele. Dann habe ich den Bass gespielt. Auch auf dem M1. Hier seht ihr meine Gesangsspur. You're running with me, we don't touch the ground. Ich nehme normalerweise nicht mehr als zwei Gesangsspuren auf. Ihr seht die blaue, die habe ich genommen, die graue habe ich nicht genommen. Hier haben wir noch eine Gitarre, die ich am Schluss dazu gemacht habe. Das ist meine heißgeliebte Mustang. Die mischt sich sehr schön mit dem Keyboard-Klang. Hier. Klingt wie ein großes Instrument. So ein Pop-Arrangement ist eigentlich nicht viel anders als ein Orchester-Arrangement. Eine Frage, die mir häufig gestellt wird, solltet ihr Klavierunterricht nehmen? Meine Antwort lautet ja, auf jeden Fall. Auch wenn ihr nicht in meiner Gegend wohnt, dann vielleicht woanders. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Sobald der Song fertig gemischt ist, lade ich ihn auf meinen YouTube-Kanal Klavierunterricht Haltern. Macht's gut, bis dahin, tschüss.